herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Die Siedler 5 und ich entschuldige mich zunächst einmal. Ich war ja in der letzten Folge ein völliger Vollidiot. Wahrscheinlich habt ihr das auch jetzt schon mittlerweile alle unter den Kommentaren geschrieben. Und ich hab mir nur so, nachdem ich die Aufnahme abgespeichert habe, habe ich gedacht, was für ein Vollhonk war ich denn? Ich muss das einfach so machen. Ich entlasse einfach nur die Leute bis auf den Hauptmann. Ich war jetzt schon sehr versucht, einfach, einfach nochmal neu zu laden, weil ich jetzt so viele Truppen einfach komplett aufgeheizt habe. Aber ich sag mal, nö, mache ich nicht. Wir haben immer noch genug Einheiten, das passt schon. Ich muss halt aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwelche anderen Leute entlasse, aber das ist natürlich schon ziemlich krass, ne? Ah, so dumm, ey. Wie kann man nur so blöd sein? Na gut, passiert. So. Da machen wir gleich mit weiter. Wir bauen erstmal die Lehmgrube und ich war gerade im Überlegen. Wir bauen eine Lehmgrube, ne? Wir wollen mehr Leibeigen, damit wir mehr bauen können. Wir müssen auf jeden Fall gleich erstmal dafür sorgen, dass wir genügend Holz auch zusammen haben und wir müssen einen Bauernhof bauen. Vielleicht sollte ich erstmal eine Hochschule bauen, damit wir Bildung erforschen können. Dann können wir hier das Gemeindezentrum auch direkt ausbauen. Ja, mal gucken. Erstmal schauen, wie viele Leute ich überhaupt jetzt entlassen muss noch. Damit wir überhaupt unter das Bevölkerungslimit kommen. Ach, das sind ja noch jede Menge Leute. So. Ich bin schon einer, ne? Oh, das war der Hauptmann. Oh, verdammt. Ich dachte, das sah so aus, als wäre da noch ein türkiser Fleck. Na, egal. Was soll's. So, was mit dem Typen hier? Die könnte ich fast entlassen. Die haben sowieso noch keine Sterne hier. So. Hier, ihr geht ja alle erstmal rüber. Nicht, dass ich hier irgendwie wen noch aus Versehen verwunde. Oder entlasse, den ich dann noch haben wollen würde. So, weil die kosten ja alle kein Sold hier, die Typen, ne? Mega geil. Aha. Das hat wohl geklappt. Moment. Wo? Ja, hier, genau. Hier, direkt hier. Bauen. Direkt. Zack. Nee, wo sind noch die anderen Leute hier? Ja, aber es scheint schon mal jetzt geklappt zu haben. Wir sind jetzt schon mal so weit, dass wir Leute ausheben können. So. Sind natürlich von den 2 Stunden auch schon 45 Minuten weg. Ist natürlich richtig fail, ne? Aber das macht ja nichts. Wir holen uns jetzt eine Menge Leibeigene erstmal. Oh, es wird dunkel. Ist ja auch interessant. Ach, guck mal, hier gibt es Leimstehne und so weiter. Das ganze Programm. Weil wir brauchen ja Leim und Stehne. Ne, ist ja klar. So, dann hackt hier mal ein bisschen Holz von den Leim und Stehnen. Was zur Hölle, ey. Was kaputt bei mir? Alles. Aber das war ja schon vorher kaputt, von daher ist es egal. So, ich glaube, ich sollte eigentlich sowieso gar nicht hier oben Holz hacken, sondern viel sinnvoller hier irgendwo, wo wir dann ein paar Gebäude hinhauen könnten. Das wäre viel smarter. So, die Leute sollen mir bitte nicht wegsterben. Die verlieren hier schon Lebenspunkte. Das ist richtig kacke. Und da muss ich aufpassen, dass ich schnell genug hier... Das heißt, eigentlich ist es auch sinnvoller, erst Wohnhaus zu bauen, dann Bauernhof und dann geht es weiter mit dem Gebäude, weil ihr seht, das ist schon knackig hier, ne? Also, das wird schon knackig. Aber kriegen wir hin. Ja, ich brauche noch ein bisschen Holz. Ja, natürlich. Gut, aber jetzt haben wir zumindest schon mal einen Bauernhof. Ist ja schon mal ein Anfang. Ist ja schon mal ein Anfang. Geht es jetzt nicht ganz so schnell, bis die nächsten Leute sterben. So. Und ich muss sowieso bald noch mehr Leute entlassen, weil das ist im Moment ja alles, was wir hier haben. ja, Kanonen, vielleicht sollte ich die letzten Kanonen noch behalten zumindest, denn ja, Kanonen, die könnte man dann schon mal gebrauchen. Und deswegen meinte ich, wäre es halt auch smart, erstmal vielleicht sollte ich jetzt als nächstes erstmal, also wir kriegen jetzt Lehm rein, das ist gut, Holz kriegen wir durch Leibeigene. Und dann wäre es wahrscheinlich ganz smart, erstmal als nächstes, eine Uni zu bauen, beziehungsweise eine Hochschule. Mit der Hochschule können wir uns dann ja erstmal Bildung hoffentlich holen. Oder war Bildung auch hier drüber Fundament mit Leben? Achso, nee, das ist erstmal sowieso egal. Das heißt, da steht ja gar nicht, was wir kriegen. Okay. So, was los hier? Wir haben noch jetzt 150 Leben. Wo ist der Kollege? Hier ist der Kollege. Bau mal bitte ein Wohnhaus.
Ja, den Bergmännern geht's noch gut. Sind noch am Leben. Sind noch nicht dood. Das ist doch schon mal was. Ich glaube, der Bauernhof ist auch wichtiger als das Wohnhaus. Damit kenne ich mich natürlich jetzt nicht so aus mit der Mod. Was davon jetzt tragisch ist, was jetzt dafür sorgt, dass die Leute sterben, was dafür sorgt, dass die Leute weiterleben. Ich glaube, das ist relativ unerheblich erstmal. So, wir machen hier erstmal alles in Leibeigene, was wir können. Und dann wird hier erstmal ein bisschen repariert vielleicht noch. Ja, geht da mal ein bisschen reparieren hier. So. Ihr kommt dann hier rüber und werdet noch ein bisschen Holz hacken. Am besten hier irgendwo auch. Dass wir hier richtig schön viel Platz kriegen erstmal. So, das sollte ja relativ schnell gehen, ne? Wir sollten so schnell wie möglich alles erledigen. Damit wir dann auch bald eine vernünftige Wirtschaft haben. So, die Kollegen müssen wir auch noch ein bisschen dezimieren. Leider. Ich brauche ja die Plätze. So, aber als nächstes kann ich dann die Dorfzentren schon mal ausbauen. Und dann läuft das schon mal. Ja, stimmt, die kriegen gar keinen Schaden mehr, ne? Das geht eigentlich. Achso, wahrscheinlich heilen sie aber auch erst dann, wenn sie ein Wohnhaus haben. Kann das sein? Kann sein. Hab ich noch keine Informationen zu. So, worüber ich Informationen habe, ist, dass ich eine Hochschule bauen kann, was ich auch tun werde. Hier ist eigentlich ein ziemlich geiler Ort für einen Markt. Dementsprechend würde ich die Hochschule eigentlich lieber woanders hinsetzen, zum Beispiel hier drüben. Alter, wieso leckt denn das so? Hallo? Kann das Spiel mal aufhören zu laggen? Krass, ey, sind da so viele Nebelvolk-Leute unterwegs. Ich würde mal fast überlegen, hier rüber zu gehen. Obwohl, hier ist ein Eisenschacht, ne? Ist eigentlich egal. Ja, komm, gehen wir hier oben in die Ecke. Soll ja auch schön aussehen, ne? So, machen wir hier in die Hochschule. Macht ihr, das kriegt ihr... Nee, die hier aber schön stehen lassen hier. Das soll ja schön da stehen bleiben. Wir wollen hier die Bäume weghacken, aber nicht die hier. So, Uni ist im Aufbau. So, dann könnt ihr eigentlich hier drüben auch schon mal ein bisschen hacken. So, Uni ist im Aufbau. Dann drei Leute für einen Bauernhof. Und dann bauen wir hier ein Wohnhaus dazwischen. Und dann erforschen wir gleich erstmal Bildung, sobald wir genügend Holz haben. Ja, dann haben wir Bildung. Mit Bildung können wir dann schon die Dorfzentren ausbauen. Bam, dann geht's dann richtig ab. Dann können wir theoretisch auch die Steuern hochstellen und dann richtig ausrasten. Warum ist es so dunkel? Kannst du nicht mal wieder Tag werden, bitte? Wäre jetzt ganz schön. Mal ein bisschen Tag kriegen würden. So, Bildung hochpeitschen. So, geil. Habt ihr das super gemacht schon mal? Das ist schon mal klasse. Dann brauchen wir mehr Holz. Gehen wir hier rüber schon mal, denn hier drüben gibt es dann gleich eine Eisengrube, die wir besetzen können. Hier gibt es noch eine Eisengrube. Gibt es überhaupt einen Stein? Ach ja, klar. Stein ist hier oben. Haben wir ja hier damals gefunden. Den Steinbruch. Klar, ganz am Anfang. Das war ja eins der ersten Dinger, die wir überhaupt gefunden haben. Oh, und die, um die hätte ich mich auch schon mal kümmern können. Die Kanonen sollte ich vielleicht auch hier unten mit hinzuziehen. Hier einen Schwefelschacht, da müssen wir mal gucken, was wir mit dem machen können hier. Ich kann ja mal erstmal eine Kanone setzen. Erstmal eine Kanone setzen. Irgendwo hier so. Ist ja egal. Irgendwo in der Ecke. Ich will sie nicht da vorne vor die Steine klatschen, denn dort könnte es ja ein bisschen sinnvoller sein, ein paar Kanonentürme hinzuknallen. Dementsprechend hier erstmal... Achso, ich brauche ja gar keine Überstunden hier. Brauche ich ja gar nicht. Die gehen ja einfach nur kurz schlafen. Oh, ich bin einer... Bin so mit Überstunden hier Multiplayer. Ist das Balancing Stuff Turnier, ne? Das geht ja jetzt los, oder beziehungsweise läuft das Osterturnier, wo Eisenfresser und ich natürlich auch mitmachen wieder. Was heißt wieder? Es ist das erste Mal, dass es ein reines Balancing Stuff Turnier gibt. Und ich muss noch ein bisschen Balancing Stuff üben. Ich muss noch ein bisschen reinkommen, aber das kriegen wir hin. Jetzt erstmal Alchemie erforschen. Beziehungsweise Konstruktion wäre auch geil. Nee, die Bäume da sollt ihr bitte nicht hacken, sondern. Dann gerne hier, wenn ihr hier unten keine Bäume mehr findet. Da drüben, das ist erstmal okay. Oder kann ich hier schon mal... Ich kann hier bestimmt irgendjemanden hinstellen, der dann da schon mal Steine und so, Eisentore und so weghackt. So, Gemeindezentrum ausbauen, direkt. Damit wir mehr Leute kriegen können. So, was machen wir mit euch? Ihr baut uns hier jetzt...
Eine Mine. So, und Lehm wird auch schon knapp, ne? Ja, Lehm wird schon ein bisschen knackig. Aber hier müssen wir auch echt viel Platz schaffen. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Gehen wir mal hier gucken. Ach Gott, hierfür benötigen wir Metaller. Das ist ja eklig. Das tut ja weh. Taler. Kein Problem. Okay, Forschung ist abgeschlossen. So, kann man hier was machen? Ach so, nee, Quatsch, das war ja nur mit, Tributen. Klar, war ja ein ganz anderes Thema. Okay, also, wir kriegen mehr. Ich sollte definitiv hier dann auch schon mal hier drüben den Eisenschacht besetzen. Einfach damit wir gleich das Beste und die höchste Menge an Talern daraus mitnehmen können. Und dann sollte ich auch gucken, dass wir hier unten vielleicht... Hier ist doch noch irgendwo ein Leibein. Ach, wir haben noch gar keine Konstruktion. Au! Okay. Oh, wir brauchen unbedingt Lehm. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem, wenn man... Problem, wenn wir nicht so viel Lehmgruben haben. Und die arbeiten halt auch echt lahm, ne? Könnt ihr euch mal ein bisschen beeilen hier mit euren Lehmarbeiten. Okay. Nicht cool. Brauchen euch alle beim Lehmhacken anscheinend. Gibt's woanders noch Lehm? Nee, ne? Hier gibt's nirgends Lehm sonst. Wo sind denn die ganzen Leute? Hier sind die Leute. Geht mal alle Lehmhacken hier. Holz haben wir jetzt erstmal genug. Geht ihr Lehmhacken bitte. Aber dringend. Wir müssen hier die Leute ein bisschen versorgen. Die brauchen einen Bauernhof. Und nicht nur einen Bauernhof natürlich. Wir brauchen ja auch noch andere Sachen, Wohnhäuser. Krass, dass hier so dunkel ist. So, also dann Wehrpflicht kostet Taler, ist auch ungünstig. Aber wir kriegen zumindest jetzt ein paar Talerchen rein. Das ist schön. Sehr gut, dann Leibeigene. Es geht schon los, Gelehrte, schon traurig. Wir müssen jetzt auch schon eine Kirche irgendwo hinpflanzen. Das geht auf jeden Fall nicht ganz, weil wir nicht genügend Stein haben. Ja, geil. Fehlt uns auch noch ein bisschen Stein für. Das ist ja alles nicht zu fassen. So, wir brauchen einen Bauernhof. Da. Ist jetzt zwar relativ weit weg, aber kriegen wir hin. Erstmal brauchen wir noch keine hochwertigen Technologien, deswegen ist das okay, dass wir sagen, wir lassen uns erstmal so. Ach, guck mal, es wird hell. Es wird Tag, das ist doch schön. Ist doch wunderbar. Das ist doch mal was. Ich wollte eigentlich mit dem Typen quatschen. Eine Runde schnacken. Moment, die gehen erst zum Bauernhof und dann zum Wohnhaus. Ja, sollen sie mal hier in den Bauernhof gehen. Wohnhaus kriegen wir woanders denn noch rein. So, das geht auf jeden Fall schon mal. Dann könnt ihr doch gleich schon mal... Ja, dann steigt ihr jetzt um auf Steine. Ist okay. Ihr könnt gleich auf Steine umsteigen. Ihr hackt noch ein bisschen weiter Lehm. Das brauchen wir ja. Und Wohnhaus geht hier vorne hin. Und dann sind die auch schon mal versorgt. Hier wird irgendeiner von gleich abkratzen wahrscheinlich. Irgendein Gelehrter hat nämlich kein Wohnhaus. Weiß ich nicht, welcher das ist. Ach nee, der Bauer hat keins. Wie geht's den Bauern? Lebt er noch? Doch, der ist voll geheilt. Okay, das heißt, das scheint für den Bauern erstmal kein Problem darzustellen. Okay. Das heißt, Bauernhof scheint essentiell wichtiger zu sein als alles andere. So, dann könnt ihr hier weitermachen. Und wir müssen gleich... Ja, wir sollten uns gleich eine Kapelle hier irgendwo hinsetzen. Kapelle? Geht nicht mehr. Nicht genug Holz. Jetzt haben wir auch erstmal genug Lehm. Passt schon. Passt schon. So, da ein Wohnhaus hin. Das passt doch wunderbar. Guckt mal, hier ist doch... Er ist doch eine Schatztruhe unter den Steinen. Okay, also wir müssen die Steine weghauen. Dann kriegen wir eine Schatztruhe. Und ich glaube, hat es nicht hier irgendwo auch gefunkelt? Hat es nicht irgendwo hier auch gefunkelt? Nee, gerade nicht. Doch hier, unter dem Holz. Guckt mal. Das Holz sieht so verdächtig aus. Da ist auf jeden Fall irgendeine Entity, die grafisch nicht ganz übernommen wurde. Aber ihr müsst hier rübergehen auf jeden Fall. So. Wir gehen dahin. Ach, das ist ja jetzt auch schon wieder blöd. Ich wollte doch die Kirche. Ich wollte die Kapelle. Na, Leute. Brauche ich erstmal mehr Holz.
Und dann, ja, dann habe ich es total verkackt. Ich habe nämlich nicht genug Holz gemacht. Gibt's ja wohl nicht. Ich habe nicht genug Holz gehackt, ja, Leute. Da kann man sich auch mal ärgern. 1:30 haben wir noch. Okay. Also unser Auftrag ist einfach, wir müssen Massilia wieder aufbauen und gucken, dass wir das alles hinkriegen. Arbeiterunterhalt in Gold, Tribut, das Fundament in Lehm. Ja, ich schätze mal, wahrscheinlich müssen wir als erstes... Ach so, nee, es ist ja alles gleichzeitig, stimmt ja. Stimmt, das war ja alles gleichzeitig. Ist ja nicht mal so, dass wir es nach und nach zahlen können. So, Kapelle. Ja. Bauen wir eine Kapelle. Brauchen wir sehr schnell. Ach, ein Einsiedler steht da oben auch noch rum. Ja, Hallöchen. Was machst du denn hier? Guck mal, hier, die Insel sieht da auch geil aus. Also, schon wieder optisch eine Augenweide, diese Map hier. Auch dieser Wasserfall. Also, das muss ich echt sagen. Siedler 5 ist ja ein ziemlich altes Spiel. Aber guckt euch an, wie geil dieser Wasserfall aussieht. Es gibt wenige Spiele, wo einfach so ein Wasserfall so geil aussieht wie hier. Und hier auch noch mit Regenbogen. Auch noch richtig geil Design, ne? Ich meine, es gibt hier echt, das ist... Siedler 5 mag für viele Leute kein richtiger Siedlerteil sein, aber diese ganzen kleinen Feinheiten hier... Achso, guck mal, jetzt haben wir schon wieder ein Problem. Jetzt haben wir nämlich schon wieder nicht genügend Platz für alle. Ja, da war schon wieder nicht mehr genügend Bauplatz. So, und wir brauchen auch schon wieder Lehm. Gibt's alles nicht hier. Ja, haben wir ein Problem. Ich muss hier jetzt erstmal gleich richtig schön... Ja, Konstruktion müssen wir auch... Jetzt muss ich gleich wieder alle hier zum Lehmhacken schicken. Das ist ja ein Hin und Her. Ja, euch zum Beispiel. Schicke ich euch doch lieber zum Lehm rüber. So, habe ich irgendwo noch ein paar Truppen, die ich vielleicht noch ein bisschen dezimieren könnte. Oder muss ich, ich muss wohl das Dorfzentrum ausbauen. Die Truppen hier, die will ich ja eigentlich noch für eine geile Offensive nutzen. Ach komm, hier. Speerträger. Ein paar helle Barriere. Ja, mal sehen, vielleicht können wir mit euch später noch was anfangen. Wir können ja mal schauen. So. Also da oben bauen wir jetzt einen Bauernhof. Wunderbar. Dann geht ihr erstmal noch ein bisschen weiter Holz hacken. Das ist schön. Ja, ich brauche Lehm. Definitiv, eine ganze Menge sogar. Sonst wird das hier ein bisschen problematisch. Also wir haben immer noch vier Leute. Ach ja, die Priester. Ja, die Priester haben noch keinen Bauernhofplatz. Kriegen sie aber gleich, sobald wir noch ein bisschen Lehm dazu gewonnen haben. Dann wird das schon. Dann kriegen die schon mal einen Bauernhof. Dann sind die alle vernünftig versorgt und können... arbeiten. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Oh, jetzt wird es aber langsam knackig hier. Jetzt wird es knackig. Ja, jetzt wird es knackig. Mal sehen, ob ich das durchhalte. So, einmal hier vor. Würde hier ein Wohnhaus hinpassen? Theoretisch, ich denke, das geht. Sieht aber aus, da steht doch noch ein Baum. Oder sind das, nee, das sind Bäume, die man nicht weghacken kann. Okay, das sind halt nur so optische Bäume. So, Kollegen, kommt hier rüber. Ja, die verlieren auch schon an Leben, ne? Ja, man merkt's, denen geht's nicht so gut. Das macht denen alles nicht so viel Spaß. So, Wohnhaus, zack. Sehr gut. Den Priestern geht's gut. Die werden auch gleich umziehen, denke ich. Die werden gleich hier unten in den Bauernhof einziehen. Und dann sind die glücklich. So, wir haben Taler. Wir können schon mal auf Mathematik gehen. Dann kommen wir schon mal ein bisschen Richtung Militärtechnologien. Festung werde ich natürlich bald ausbauen müssen. Also, die Burg werde ich bald zur Festung ausbauen müssen. So rum. So. Das ist auch schön, dass wir die jetzt schon mal haben. Gibt es noch eine Mine, die ich irgendwie übersehen habe? Nee, ich glaube, mehr gab es auch einfach nicht, ne? Nur halt den Schwefelschacht, stimmt. Da muss ich jetzt gleich mal mit dem Typen quatschen. Habe ich immer noch nicht gemacht. Ich habe jetzt vor allem Legierungen erforscht, was kompletter Unfug war, weil wir jetzt bislang... noch gar keinen Schwefel und so veredeln. Was machen wir mit euch? Ja. Nee, wir hacken hier einen Stein rum. Ist jetzt gerade ein bisschen wichtiger, finde ich. Eigentlich ist Leben wichtiger. Wir brauchen das Dorfzentrum, das müssen wir ausbauen. Wo ist das denn jetzt schon wieder, das Dorfzentrum? Das war doch irgendwo hier unten. So, bitteschön.
Steine haben wir auch nicht viel. Ja, Halleluja. Mhm. Gut, Konstruktionen können auch ohne Steine erforschen, aber... Ja, aber es ist alles Mist im Prinzip. So. Baut ihr hier oben noch ein schönes Wohnhaus hin. Bitteschön. Und Pilgrim, schnackel doch mal gleich mit dem Kollegen da, oder? Ich vergesse es sowieso gleich wieder. Jetzt will ich erstmal wieder eine Kanone hinsetzen und danach mit dem Typen gleich quatschen und ich wette, ich verpenne es sowieso. Aber wir kriegen gleich erstmal wieder ein bisschen... Ja, jetzt erstmal segnen. Sehr schön. Hauptsache, ihr verlastet die Siedlung noch nicht direkt. Sollte aber passen. Ich glaube, das sollten wir rumgerissen kriegen. Das sollten wir noch rumreißen können. Was ist der Stein? Nee, der hier. Das sind auch einfach 18.500 Steine. Aber ich glaube, Steine werden wir nicht uns so holen müssen. So, Konstruktion einmal erforschen. Okay, wir können jetzt richtig hart nochmal Leibeigene rausprügeln, wenn wir den wollen. Natürlich. Ja, klar. Gehen wir Hackengas. Fersengeld. Wir haben ja sonst nichts mehr, was wir gerade bauen. Das sind alle Minen, die wir mal besetzen. Ach nein, diese blöde Schwefelmine. Kommt her. Occultus Agentus, mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden. Ach so, nee, wir wollten ja sowieso hier, wir wollten doch hier vielleicht noch eine Ziegelhütte oder sowas bauen, ne? So ein Kram. Ja, mal sehen. Achso, nee, Moment. Es kommt auch gleich der nächste Zeittag noch. Ihr geht jetzt nochmal Lehmhacken? Nö, Steine. Wir müssen hier den Steinhaufen weghacken. Da ist bestimmt irgendwas mega geiles drunter. Neue Technologie, cool. Hier, ich hätte jetzt gerne, bevor unsere Priester weglaufen, nochmal... Komm, segnen. Geil, perfekt. Hat noch geklappt, bevor sie weggelaufen sind. Okay, Zeittag hat geklappt. Dann schnacken wir mal mit Occultus Agentus. Mal sehen, was er zu sagen hat. Na ihr habt euch ja ganz schön Zeit gelassen. Ich, der Beste und Allertollste, habe die Mission gemeistert. Ja, Occultus Agentus. Du hast den Titel wirklich verdient, aber warum bist du verschwunden? Fragezeichen. Als du die Dampfmaschine zerstört hattest. Achso, ist ein Komma. Ha, ich bin Pilgrim, ich gucke nicht, ich lese nicht so weit. Ich lese kürzer. Vielleicht, weil meine Explosion die Gegner alarmiert hat und ich mit Schwimmen beschäftigt war? Außerdem habt ihr mir diese Barriere hier zu verdanken. Okay, das ist dein Werk. Dankeschön. Finde ich cool. Hast du gut gemacht. Ich hoffe, dass das noch hält. Gut, das lasse ich zählen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich erneut hochwertige Fähigkeiten benötige. Hast du noch etwas für mich? Die hochwertigen Fähigkeiten von Occultus Agentus, die wollen wir natürlich haben. Als ich um mein Leben geschwommen bin, habe ich einen Schlüssel gefunden. Dieser passt in das Tor hinter mir. Ich öffne es euch eben. Warum hast du es nicht schon längst gemacht? Muss man dir alles zweimal sagen? Mach doch einfach Tor auf. Ey, echt mal. Warum muss man mit dir reden, bevor du das Tor aufmachst? Junge. What? Wieso werden wir angegriffen? Nee, das war einfach wahrscheinlich nur so ein... Hier, das Tor ist auf. Amüsier dich. Oder hat sie irgendwas Böses mit auf sich? Gibt es hier irgendwelche... Ach, noch ein Siedlungsplatz. Ja, geil. Ich hätte gar nicht so viele Truppen entlassen müssen. Okay. Easy going. Kommt, Leute. Wir bauen uns noch ein Dorfzentrum. Aber sowas von. Geil. Ja, wenn ihr meint, ja dann guck mal. Was haben wir hier? Noch ein Stein. Wo wir aber erstmal einfach nur dran vorbeilaufen können. Das heißt, das ist wahrscheinlich einer, den man in die Luft sprengen kann. Oder auch nicht. Okay, dann halt nicht. Aber trotzdem schön hier. So, ich brauche die Kirche. Die Kirche, da müssen wir nämlich noch segnen. Sonst wird es wieder eng. Ich muss immer auf den Segen aufpassen. Und Wehrpflicht, komm. Und mehr Leibeigene. Ja, mehr Leibeigene kommen gleich. Mehr Leibeigene kommen gleich. Okay, kein Problem. Läuft doch alles supi. Dann werde ich mit euch hier jetzt mal ein paar Ziegelhütten bauen. Einfach um die Taler ein bisschen in die Höhe zu treiben. Und natürlich auch um, ja,
ich glaube, ich sollte hier tatsächlich auch ausbauen. Also, apropos ausbauen, ich sollte die Burg ausbauen. Nicht verfügbar? Oh, das ist ungünstig. Okay, hab's kapiert. Das heißt, sämtliche anderen Technologien müssen wir uns dann wirklich über dieses tolle Forschungslabor holen. Okay. 2000 Lehm kommt. Kriegen wir hin. 2000 Holz kriegen wir locker hin. 2000 Schwefel. Ja, sobald das angelaufen ist, das Ding, läuft das schon. Also ich brauche jetzt erstmal die Ziegelhütten hier. Und ich baue noch eine Ziegelhütte. Aber das ist natürlich richtig, was natürlich jetzt richtig ungeil ist, dass wir jetzt wirklich nicht so viele Steine gerade haben, ne? Aber wir kriegen ja die Steine. Ich hätte halt gerne eine Steinmetzhütte, aber das wird wohl nichts. So, Wohnhaus bauen wir aus. Einfach Platz sparen. Wir wollen ja so viele Leute wie möglich unterkriegen. Hier, das baue ich auch aus, einfach weil da die ganzen Leute irgendwie drin heimisch sein müssen. Wir müssen ja irgendwie unsere ganzen Leute vernünftig hier reinkriegen. Warum kann man hier kein... das ist merkwürdig. Sägewerk. Wieso kann ich da kein... Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich, weil hier immer noch der andere Baum ist. So, nicht genug Wohnhäuser. Bauernhofplätze sind, glaube ich, eher gerade das Problem. Der Rest kommt dann schon. So, ausgebaut. Boom. Sieht doch gleich viel besser aus. Genau, den Baum reiße... Ach ja, guck hier. Da ist noch so ein angefressener Baum. Den habt ihr noch nicht komplett. Okay, so, dann Schwefelschacht. Puh, 45.000 etwa drin. Das ist auch locker. Kriegen wir super hin. Oh, segnen. Hoppala. Muss ich echt aufpassen hier mit der Segenorgie. So, nochmal hier richtig schön Leibis rausprügeln. Ja, wir machen, was wir können, ne? Wir brauchen so viele Taler nicht. Komm, mehr. Mehr Leibis. Einen noch. Kriegen wir nicht mehr. Schade. Kriegen keinen mehr. Dann. Komm, guck mal, was da drunter für eine Entity ist unter dem Holzstapel. Den kriegen wir wahrscheinlich eh nicht weg, da den Holzstapel, ne? Dann hackt er erstmal hier ein paar Steine. Und wir brauchen Lehm. Wir brauchen Lehm und Steine. Sowohl als auch. Ja. Dann geht ihr kurz hier ein bisschen Platz schaffen. Damit wir hier gleich einen schönen Bauernhof hinkriegen. So. Genau. Und noch eine Ziegelhütte. Ja, genau. Da geht dann eine Ziegelhütte perfekt hin. Perfekto. So, wo fehlt noch? Dem Bauern fehlt was, dem Bergmann fehlt was. Und, jo, okay. 400 von 400. Oh. Huch. Habe ich es doch ein bisschen übertrieben, wa? Ist doch ein bisschen übertrieben mit den Leibeigenen. Ganz minimal. Und es schneit. Moment mal. Das heißt, Pilgrim, hier ist doch wieder eisig. Und hier ist so ein Stein. Den will ich nochmal probieren zu sprengen. Den habe ich nämlich die ganze Zeit schon hier gesehen. Das will ich doch mal probieren. Gibt es hier sonst noch was Schickes? Ich glaube, sonst ist hier nicht wirklich was, wo man noch hin kann. Aber das reicht ja auch schon. Das ist ja schon mal einiges. So. Hier mithacken. Junge, Junge, da können ja ziemlich viele Leute drauf. Dann Bloings weiter segnen. Im Moment haben wir ja nur Gebäude, die wir so relativ gut mit den beiden Segenstufen versorgen können. Das ist ja schon mal ganz schön. So, ich weiß nicht, was wir hier noch alles weghacken müssen. Da kümmern wir uns später drum. Ich gehe hier mithelfen. Damit wir das hier wegkriegen. Och, da passt gar nicht mehr viel dran. Okay. Haben wir schon bald alles weg. Dann hacken wir hier diesen Holzstapel weg. Guck mal, was dabei passiert. Und wir müssen natürlich hier ausbauen. Das Dorfzentrum zum Gemeindezentrum ausbauen, damit wir hier dann schön Platz kriegen. So, mit dem Bauernhof ist natürlich ziemlich uncool, dass er so da steht. Aber das geht trotzdem. Bauernhof, Wohnhaus dahin und dann können die hier vernünftig arbeiten in der Schwefelgrube. Das geht doch alles. So. Also, Ziegelhütte. Yo, läuft. Wir brauchen jetzt erstmal viel Schwefel. Das heißt, ich werde mir gleich ein Lager bauen. Und dann ein paar Alchemisten. Damit wir dann uns
einiges an Schwefel aus dem Lager holen können. So, machen wir auch direkt, ne? So, kann ich doch schon mal hier hinsetzen. So, hier so vielleicht. Ja, relativ zentral halt irgendwie. Das war hier auf jeden Fall. Ich müsste auf der rechten Seite hinkriegen, denn die haben dann den kürzesten Weg hier rein. Zack. Oh, ich hätte es vielleicht noch ein bisschen smarter machen sollen. Damit nämlich Alchemisten und Bauernhöfe dabei sind, passt. Na egal. Ist schon okay. Da kann man noch viel verfeinern und noch krasser aufwerten. Okay, euch fehlt ein Wohnhaus. Ah, nee, da wollte ich doch gar nicht. Ich wollte es doch da oben hinbacken. Ist egal. Dann laufen sie von hier halt so rum. Sollten sie auch hinkriegen können. So, ihr hackt Lehm. Wir brauchen halt Schwefel, ne? Ich weiß nicht, was wir da zuerst brauchen. Ist jetzt erstmal egal. Ich muss einfach alles segnen und ich muss halt aufpassen. So, und wir müssen die Folge beenden. Denn die Zeit ist rum. Halbe Stunde haben wir, aber wir sind gut vorangekommen. Ich meine, ich muss ja auch gut vorankommen. Wir müssen ja einiges leisten, damit wir uns ein starkes Heer aufstellen können, bevor es dann richtig rund geht. Aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Macht es gut. Ciao, ciao.